Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Von hier unten sieht es aus, als ob ich mich jetzt im Multiplayer befinde. Das ist aber heute mal ganz, ganz anders. Weil heute ist offline angesagt. Ja, so richtig offline bin ich jetzt nicht, aber naja, ich bin ja immer noch online. Ihr seht ja, meine Vorstellung, die bleibt ja immer YouTube Gamescom. Klingt am Anfang natürlich wie eine E-Mail-Adresse. Ja, könnt ihr gerne meinen. Haben auch schon ein paar manche gesagt, das ist eine E-Mail-Adresse. Ich habe einen Account einfach erstellt. Dann sind da ganz viele PSN-Freunde draufgekommen. Und jetzt nutze ich ihn dann halt als Hauptaccount. Das ist eigentlich alles so. Habe ja damals was gesucht mit YouTube und irgendwas mit Games und kommen und so. Und so ist irgendwie dieser Account dann so 1 Uhr oder 2 Uhr nachts entstanden. Ich habe ja hier diesen Vestra. Und da muss ich erstmal Kritik üben. Nicht an dem Vestra, sondern an dem Spiel. Und zwar, ist euch schon aufgefallen, diese Flugzeuge sind überhaupt nicht richtig realistisch schnell. Da hat ein Abonnent mal bei mir einen Kommentar verfasst, wo ich ihm absolut zustimmen kann. Er hat geschrieben, die Flugzeuge sind überhaupt nicht realistisch von der Geschwindigkeit. Ihr gebt mir wahrscheinlich recht, die sind tatsächlich nicht realistisch. Die sind total langsam. Ich meine, es gibt kein Flugzeug weltweit, was mit 50 Stundenkilometer über einer Fahrbahn fliegen kann. Also das ist ja unwahrscheinlich. Wenn ihr mal in der Notlage seid, würde ich euch das natürlich jetzt nicht raten, auf einer befestigten Straße zu landen. Nein, ich will euch mal zeigen, was passiert, wenn man den Motor ausstellt. Ja, manchmal gibt es ja so ein paar Fälle, wo man beschossen wird. Und da passiert Folgendes. Der Motor fällt aus. Eine ganz schlimme Situation für den einen oder anderen, aber es gibt da immer ein paar Verhaltensregeln. Es gibt ja natürlich Momente, wo du keinen Fallschirm hast. Und da musst du immer dafür sorgen, dass du die Nase nach unten ziehst und dann nach oben ziehst. Was bringt das? Nun ja, wenn du die Nase einmal nach unten ziehst, erreichst du natürlich eine höhere Geschwindigkeit und kommst zum Beispiel... Ach du Scheiße. Ja. Ihr seht ja meine Lehrer-Taktik hier. Hat immer gar nicht geklappt. Naja. Ich lebe noch, es war ja nur ein Spiel. Naja, macht selbst eure Erfahrung. Wenn ihr einen Fallschirm habt, nehmt am besten immer einen Fallschirm mit, da habt ihr eine gute Lektion gelernt. Ja, das waren 3-Minuten-Clip. Mehr kann ich ja zurzeit nicht hochladen, Berufsschule und so weiter. Aber haut trotzdem rein.